So, heute gibt es von mir ein neues Joomla-Tutorial und in diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie man in seine Komponente bzw. in einzelne Beiträge Modulpositionen einbaut. Normalerweise braucht man das ja eigentlich nicht, aber ab und zu gibt es dann doch mal den Fall, da reichen die Module in der Sidebar oder meinetwegen im Header oder eben hier oben so ein Modul wie die Navigation, die reichen dann nicht mehr aus. Aus welchen Gründen auch immer kann es sein, dass man eine Modulposition dringend in seinem Content benötigt. Dafür gibt es im Endeffekt zwei Wege. Und wer den Weg benötigt, dass er sein Modul nur in einem bestimmten Beitrag anzeigen möchte, der kann sich jetzt die ersten 5 Minuten dieses Videos anschauen. Und wer das Ganze noch ein bisschen weiter aufbohren möchte und also dann dafür sorgen möchte, dass die Komponente immer über Modulpositionen verfügt, der guckt einfach weiter, denn dann gibt es da auch noch einen zweiten Teil, in dem ich dann noch etwas tiefer auf die Sache eingehe. Stört euch jetzt hier nicht an diesem mittlerweile total zerfrickelten Mustertemplate. Ich habe da jetzt so viel in den letzten Monaten immer wieder dran rumgewerkelt, dass das Ganze jetzt hier etwas chaotisch aussieht. Diese Überschrift ist hier blöderweise jetzt auch noch mit reingerutscht. Ich war jetzt ehrlich gesagt aber zu faul, die zu entfernen. Wer mir öfter zuhört, der weiß, dass ich nicht unbedingt der große Intellektuelle bin. Von daher passt die Überschrift Kotze vielleicht gar nicht so schlecht. So, aber jetzt genug rumlamentiert. Gucken wir uns jetzt also an erster Stelle einmal an, wie man eine Modulposition in einen einzelnen Beitrag einbaut. Dafür gehen wir zuallererst in unsere Template Details XML und ich arbeite heute einfach mal mit dem WebFTP-Programm, dann geht das etwas schneller. Das heißt also, ihr könnt das bei euch natürlich machen, wie ihr wollt. Ich arbeite jetzt direkt online auf dem Server in den jeweiligen Dateien. Ich klicke die Template Details XML einmal an und wir scrollen auf den Punkt Positions. Hier sind ja die einzelnen Positionen in unserem Template schon registriert und wir müssten jetzt hier eine neue Position registrieren. Das wäre in diesem Fall dann also einmal Position und in meinem Fall habe ich die jetzt genannt Modul Content. Nun wollen wir dafür sorgen, dass wir ein Modul haben, das wir auch darstellen können. Das habe ich soweit auch schon mal fertig gemacht. Ihr klickt also auf Erweiterung, Module, erstellt euch jetzt euer Modul, welches das auch immer sein mag. In meinem Fall habe ich das jetzt einfach Content-Modul genannt und habe ein Modul mit eigenen Inhalten genommen. In diesem Content-Modul ist jetzt nichts anderes drin, außer irgendein bescheuertes Flugzeugbild. Oder was heißt bescheuert? Also, der sieht ja eigentlich ganz nice aus. Aber fliegen könnte ich den trotzdem nicht. Wie gesagt, also wir haben jetzt hier dann also ein Flugzeugbild und eben kurz einen kurzen Textflugzeugbild. Und wir haben jetzt hier oben dann dafür gesorgt, auf Position wählen wir aus. Template, ich wähle mal eben das HTML5 Muster Template und ihr seht schon hier die neue Modulposition Modul Content. Ihr klickt die an und wichtig ist, ihr müsst hier unten bei der Menüzuweisung angehakt haben, Modulzuweisung auf allen Seiten, sonst funktioniert das nicht. Wir speichern ab und gehen jetzt in den betreffenden Beitrag rein, wo das Ganze erscheinen soll. Wir gehen also einmal auf Beiträge, klicken jetzt in diesem Fall den Beitrag Die dritte Neuigkeit an und gehen da jetzt ganz unten an den Fuß der Datei oder je nachdem, wo ihr euer Modul haben wollt. Das kann natürlich jetzt auch oben stehen, je nachdem, wie ihr da Bock drauf habt. Ich habe es ganz unten eingebaut und ihr seht jetzt schon hier, ist ein neuer Bereich zugekommen. Das heißt, mit der Anweisung geschweifte Klammer auf, Load Position und dann dem Namen eurer Modulposition. In meinem Fall also Modul minus Content und dann die geschweifte Klammer zu, habt ihr dann die Modulposition eingefügt. Das heißt also hier macht ihr jetzt für diesen einen Beitrag mit diesem String, setzt ihr in diesem Beitrag jetzt noch eine weitere Modulposition rein. Ich speichere das mal ab und wir schauen uns das Ganze an. Aktualisieren mal. Und ihr seht schon, jetzt ist in meinem Beitrag, das hier, ihr seht schon diesen, ich habe einfach mal den Content mit einem weißen Border umrahmt. In meinem Content ist jetzt eine neue Modulposition drin und da habe ich jetzt dann einfach das Modul mit den eigenen Inhalten dargestellt. Das ist also relativ einfach. Also wenn wir nochmal rekapitulieren, wir gehen also hin, erstellen in der Template Details XML unsere Modulpositionen und dann gehen wir in den jeweiligen Content rein, machen über diesen Aufruf einfach, sorgen wir dafür, dass das in diesem Beitrag dargestellt wird und wir müssen natürlich dementsprechend auch noch ein Modul erstellen, das dann auf dieser Position angezeigt wird. Theoretisch gesehen könnte man jetzt, wenn man ein bisschen fleißig ist, auch einfach hingehen und immer diesen String kopieren und den in jeden Beitrag einsetzen. Wenn man selber seine Seite administriert, ist das natürlich der Quick and Dirty Weg und der funktioniert auch relativ schnell. Wenn man die Seite allerdings einem Kunden übergeben möchte, dann finde ich, ist das in meinem, finde ich das halt eben dem Kunden schwer vermittelbar, dass der jetzt irgendwelche Load Positions oder sowas da noch reinfügen soll.
Das heißt also, in meinem Fall sehe ich das so, dass wenn wir eine Seite an den Kunden übergeben, dann sollte das so sein, dass er einfach die Modulposition bei sich im Template auswählt, ein Modul da drauf klickt und dann läuft der Käse, ohne dass der irgendwelche Zusatzfeatures dann noch machen muss. Das heißt, wer es jetzt so will, guckt sich jetzt die nächsten 10 Minuten nochmal an, weil da gehen wir jetzt auf diesen weiteren Punkt dann noch einmal gezielter ein. Ein gutes Anwendungsbeispiel dafür ist hier die Seite von der Commerz Business Consulting. Die habe ich durch Zufall irgendwie mal angeklickt und da habe ich das gesehen. Deswegen kam ich da nämlich auch drauf, weil ich das hier mal in Joomla so versuchen wollte nachzubauen. Wir haben also hier einmal unsere H1-Überschrift, wir haben hier einen Content-Bereich und nochmal einen Sidebar-Bereich. Und diese H1-Überschrift, wenn ihr euch damit ja so ein bisschen auskennt mit Joomla, dann seht ihr ja schon, dass hier haben wir diesen kompletten Bereich, der nennt sich in Joomla Item Page. Wenn wir da mal eben draufklicken, seht ihr das hier schon, die Div-Class Item Page. Das heißt, in dieser Div-Class Item Page ist die H1-Überschrift drin und da ist auch der komplette Content drin. In diesem Fall also wäre das hier dann etwas tricky geworden, wenn wir das also zusammenbasteln wollen würden. Denn hier haben wir ja noch eine weitere Modulposition in einer rechten Sidebar. Allerdings befindet sich die rechte Sidebar ja in gewisser Weise in unserem Content. Ich habe das grafisch mal ein bisschen aufbereitet mit Fireworks, damit man das besser nachvollziehen kann. Wir haben also hier eine linke Sidebar. Dann haben wir hier jetzt rechts unseren kompletten Content-Bereich. Wir haben hier eine H1-Überschrift, die 100% des kompletten Content-Bereichs ausmacht. Dann haben wir hier den eigentlichen Inhalt, unseren Artikeltext und haben jetzt hier innerhalb des Contents, nochmal, ihr seht das ja schon, so ein bisschen nach unten verschoben. Wenn wir einfach mal gucken, so, dann haben wir hier jetzt nochmal eine Sidebar, die also die Höhe der Überschrift tiefer anfängt. Also, ne, also ihr seht das schon, die Überschrift ist jetzt in diesem Fall, also hier, was haben wir? Knapp 60 Pixel hoch. Das heißt also, unsere zweite Sidebar beginnt dementsprechend 60 Pixel weiter unten und sie befindet sich zudem in unserem Content-Container drin. Und darum soll es jetzt gehen. Wir wollen also jetzt dafür sorgen, dass wir innerhalb unserer Komponente, also innerhalb unseres Inhaltsbereichs von Joomla, eine weitere Modulposition einbauen. Dafür müssen wir uns jetzt nun nochmal mit den HTML-Overrides beschäftigen. Die kennt ihr ja wahrscheinlich schon aus den letzten Videos. Und da ist das relativ einfach. Wir gehen also einmal hier in unseren Ordner HTML, rufen in diesem Fall jetzt den Ordner com Content auf und gehen jetzt in den Artikel. Das Ganze kann man natürlich nur, um es kurz am Rande nochmal so zu erwähnen, das Ganze kann man jetzt natürlich auch für Virtuomart machen oder zum Beispiel für den Blog oder. In diesem Fall würden wir das Ganze jetzt erstmal nur in den Override für einen Einzelartikel einbauen. Das heißt, wollen wir das in anderen Bereichen der Seite für den Kunden auch dargestellt haben, müssen wir diese Overrides natürlich auch anpassen. Wir gehen also einmal rein in die Default PHP. Gucken hier uns das Ganze einmal an. Ihr seht es schon, ihr findet das hier wieder. Hier haben wir unsere Div-Class Item Page, die geht bis hier unten. Da sind also die ganzen Aufrufe für unseren einzelnen Artikel drin. Und als allererstes wollen wir jetzt mal hingehen und dafür sorgen, dass unsere H1-Überschrift nicht mehr in diesem Container Item Page drin ist, sondern dass die davor sitzt. Dann schneiden wir die einfach hier aus und fügen das Ganze hier wieder ein. Damit wäre die H1-Überschrift jetzt aus dem Content-Bereich schon quasi rausgeholt. Wir gucken uns das eben einmal an. Und ihr seht schon, die ist jetzt darüber und hier geht der Content-Bereich jetzt weiter. Also die hat hier 100% Breite. Jetzt gehen wir hin und wir wollen natürlich jetzt noch eine zweite Sidebar einfügen. Ich habe euch ja gerade gesagt, die Div-Class Item Page geht von hier oben bis ganz nach da unten. Das heißt also, unsere Sidebar kann natürlich erst hier unten beginnen. Div-ID gleich. Sidebar. Wir schreiben da mal eben Sidebar rein, speichern das Ganze ab und gucken uns den Spaß einmal an. Und ihr seht jetzt schon, hier erscheint ein weiterer Bereich, der ist direkt rechts daneben. Jetzt gehen wir einmal hin und passen uns das Ganze im Stylesheet ein bisschen an, dass wir das ein bisschen besser sehen können. Gehen also hier zurück, gehen in unseren Ordner CSS. Und passen jetzt erstmal die Item Page an. Wo haben wir sie denn? Ist die irgendwo schon mit drin? Da unten. So, wir gehen also erstmal hin und sagen jetzt, der Item Page, die soll 500 Pixel breit sein. Die floated left und hat eine 2 Pixel breite weiße Grenze. Und hier die Sidebar habe ich hier auch schon mal eingebaut. Die soll 300 Pixel breit sein. Floated auch left und hat eine rote Border. Wir gucken uns das mal eben an, ob das Ganze jetzt auch schon funktioniert.
Warum die jetzt gerade keine rote Border hat, erschließt sich mir nicht. Ich muss also irgendwas falsch gemacht haben. Gehe also eben nochmal in den Content rein. Und guck mal unten, was habe ich geschrieben? Div-ID, Sidebar. Ah, okay, alles klar. Da ist der Fehler schon. Ich habe also die Anführungsstriche vergessen. Und wir sehen schon, wie gerade besprochen, wir haben also jetzt einen 500 Pixel breiten Inhaltsbereich. Wir haben dann hier unsere Sidebar und darüber die Überschrift. So gesehen ist das Ganze jetzt aber trotzdem hier dieser komplette Bereich von hier bis nach hier unten ist jetzt eigentlich unsere Komponente. Das heißt also, wir sind jetzt im Override der Komponente Artikel in einem einzelnen Artikel und wir passen diesen jetzt an. In dieser Sidebar wollen wir nun eine neue Modulposition darstellen. Diese Modulposition muss natürlich erst einmal in unserer Position vorkommen. Das heißt, wir gehen jetzt in die Template Details XML und fügen dort eine neue Position ein, die nennt sich Sidebar. Speichern das Ganze einmal ab. Gehen wieder aus der Template Details XML raus, gehen in den Ordner HTML, wieder com Content, Artikel, Default PHP, scrollen runter zur Sidebar und jetzt gibt es da einen kleinen Kniff. Das heißt also, wir müssen da im Endeffekt nur einen kleinen Code einfügen, den habe ich hier schon mal vorbereitet. Das läuft in diesem Fall über die Funktion getModules und renderModule. Das heißt, wir fügen das Ganze hier einmal ein und hier. Oh, jetzt hat er das ein bisschen unsauber gemacht. Ich speichere das mal eben einmal, damit diese blöden Unterstricher da weggehen. Das sieht ja ein bisschen hässlich aus. So, wir scrollen wieder nach unten hin und sehen schon, ich habe in den Bereich div-id sidebar jetzt hier ein kleines Code-Snippet eingefügt. Die Variable Modules ruft dann auf jModule Helper get Modules. Das heißt also, in diesem Fall rufen wir unsere jeweilige Modulposition auf. Die heißt in unserem Fall jetzt Sidebar. Das heißt, wir ersetzen das Position Name durch Sidebar. Ich werde euch dieses kleine Code-Snippet dann auch zusätzlich in einer Textdatei zur Verfügung stellen, so dass ihr das dann direkt mit benutzen könnt, wenn ihr es benötigt. In diesem Fall also hier Position Name, in unserem Fall dann Sidebar, in eurem Fall je nachdem, was auch immer ihr da haben möchtet. Und hier kommt dann noch also fragt er diese Module ab und dann gibt er hier über Echo diese Module aus. Der rendert also in diesem Fall die Variable Module. Das heißt, wir speichern das Ganze einmal ab. Und jetzt gehen wir einfach hin, weil wir sowieso das Modul schon mal erstellt haben. Gehen also in unser Backend, gehen in den Bereich Module. Und wir gucken mal eben ganz kurz, bevor ich jetzt weitermache. Wir haben also hier unten dieses Content-Modul in diesem einzelnen Beitrag drin. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel auf einen anderen Beitrag klicken. Ach, jetzt habe ich natürlich keinen. Ach, okay, alles klar. Ich muss mal eben erstmal einen einzelnen Beitrag bauen. Wenn wir jetzt also hier quasi in unserem Menüpunkt die Galerie verknüpfen mit einem einzelnen Beitrag. In diesem Fall dann zum Beispiel der zweiten Neuigkeit. Dann seht ihr schon, hier wird das Ganze jetzt angezeigt, die zweite Neuigkeit und so weiter und so fort. Aber hier unten ist das Modul weg. Das ist erst wieder da, wenn ich auf diesen Bereich klicke. Und ich sehe schon, ich habe eine Sache noch vergessen. Ihr seht schon hier, unser Override greift schon. Also in dem Override für den einzelnen Artikel sind die Sachen schon drin. Und ihr seht schon, hier ist noch so ein kleiner Fehler. Das heißt also, hier wird diese Modulposition noch nicht richtig gerendert. Und die wird deshalb nicht richtig gerendert, weil mir nämlich gerade auffällt, dass ich da noch einen Fehler gemacht habe. Ich habe vergessen, den PHP-Bereich damit rein zu kopieren. Und natürlich funktioniert der ganze Spaß dann nicht sauber. Das heißt, wir müssen also einmal hier eben, ich kopiere mir das mal raus. Das hier und dann müssen wir natürlich noch einmal das Ganze wieder schließen. Und jetzt sollte das auch vernünftig gerendert werden. Das heißt, ihr seht schon, padam, da wird jetzt direkt schon was dargestellt. So sollte es nicht sein. Ich wollte euch jetzt eigentlich gar nicht das zeigen. So sollte das jetzt überhaupt nicht funktionieren. Okay, alles klar. Wir gucken jetzt erstmal und bauen da jetzt mal eben kurz das Ganze um. Ich gehe mal eben in die Module und ihr seht schon, ich hatte vorher auf der Modulposition Sidebar also schon Module dargestellt. Die mache ich jetzt mal eben alle aus. In diesem Fall auch dann das Menü. So,
Damit haben wir es jetzt erstmal aufgeräumt. Wir wollen also jetzt quasi dann auf dieser Position einfach auch mal unser eigenes Content-Modul darstellen, klicken das an, wählen jetzt hier aus die Modulposition Sidebar, speichern, gucken uns den Spaß an und sehen jetzt schon, dass hier jetzt auf dieser Modulposition Sidebar dann also unser Flugzeug angezeigt wird und das wird jetzt eben bei jedem einzelnen Artikel angezeigt. Und wir haben jetzt oben dann immer unsere Überschrift. Wir haben hier auf der linken Seite unseren Content und auf der rechten Seite innerhalb des Contents eine neue Modulposition. Zusätzlich gibt es da noch eine kleine witzige Sache, die ich euch zeigen möchte. Die habe ich beim Fummeln dabei nämlich mit rausbekommen. Da habe ich gedacht, wenn ich jetzt sowieso schon einmal dabei bin, dann bauen wir das Ganze auch mal um. Gehen wir einfach mal von dem Beispiel der Commerz Business Consulting aus. Die Jungs haben jetzt hier immer unsere Projekte zum Beispiel als Grafik hinterlegt. Wenn wir die Seite jetzt also an Kunden übergeben wollen würden, dann müssten wir natürlich auch dafür sorgen, dass der Kunde dann da auch Grafiken angezeigt bekommt. Normalerweise kann man jetzt von dem Kunden aber in den seltensten Fällen erwarten, dass der dann sich noch so weit mit dem Thema auseinandersetzt, wie er dann eine Grafik einfummelt. Das heißt also, wir müssten in diesem Fall das Ganze soweit schon umbauen. In diesem Fall habe ich das dann also auch schon einmal gemacht. Ich bin also hingegangen und habe in den Ordner Images eine Testheadline PNG schon mal eingefügt. Die heißt jetzt auch Testheadline. Wir können die jetzt zum Beispiel mal umbenennen, damit das Ganze etwas deutlicher wird. Und sagen mal erste Überschrift PNG. Benennen das Ganze mal eben um. Erste Überschrift. Jetzt gehen wir wieder in unseren Bereich Override, öffnen die Default PHP und wir können uns jetzt hier eine Sache zunutze machen. In diesem Fall ruft Joomla an dieser Stelle bei der H1 Überschrift, ruft er auf Echo dis escape dis params get. Das heißt, er ruft den Parameter Page Heading auf. Das ist ein fest deklarierter Parameter, den es in Joomla so schon gibt und ich zeige euch, wo ihr den findet. Wir gehen also nochmal in das Backend. Ihr dürft euch jetzt nicht wundern, wir springen immer ein bisschen hin und her, das bleibt aber nicht aus. Wir gehen also ins Backend, gehen jetzt in den Bereich Menüs, suchen jetzt dann einfach beim Main Menü, nehmen wir einfach mal den Beitrag Home, klicken da einmal drauf und wir sehen hier schon Einstellungen der Seitenanzeige und hier seht ihr diese tolle Überschrift, die ich dann da eingebaut habe. Bei Einstellungen der Seitenanzeige haben wir jetzt hier Seitentitel im Browser und die Seitenüberschrift anzeigen. Also dieser Bereich hier, diese Einstellung der Seitenanzeige, das ist diese H1-Überschrift, die ihr hier seht. Also wir haben ja einmal hier diese H1 und es gibt ja selber im Content hier nochmal eine H2-Überschrift. Das wäre dann die Überschrift des eigentlichen Artikels. Auch die hätten wir theoretisch da oben umbauen können. Aber so ist es jetzt in meinen Augen erstmal etwas einfacher, vielleicht auch für den Kunden. Wir gehen also hin und bauen das Ganze jetzt hier um. Das heißt also, wir lassen das so stehen und setzen da jetzt einfach mal vor Image Source gleich. Machen das hinten mal zu. Und in diesem Fall gehen wir jetzt einfach nochmal hin. Das können wir jetzt auch nochmal kopieren. Einen Moment, das holen wir uns aus unserem normalen Template. Aus der Index.php. Und hier oben haben wir immer diese Aufrufe. Echo dis base URL Templates und so weiter und so fort. Das heißt also, in diesem Fall ruft er die Basis-URL auf, verweist auf den Template-Pfad, wo die Templates drin sind und auf das derzeit aktuelle Template. Diesen String kopiere ich mir kurz. Gehe wieder zurück in HTML. Wie gesagt, entschuldigt, wenn das ein bisschen Springerei ist derzeit. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Aber anders lässt sich das jetzt so nicht direkt erklären. Ich muss euch ja auch zeigen, wo ich das Ganze hergenommen habe und wie man sich das Ganze herleitet und gegebenenfalls zusammenbaut. Das heißt, an dieser Stelle jetzt erst einmal dann nochmal in diesen Image-Source dann der String rein. Echo dis base URL templates. Dis template, also er ruft hier das aktuelle Template auf. Und wir wollen jetzt verweisen in den Ordner Images, weil dort habe ich ja diese erste Überschrift reingelegt. Und er soll jetzt aufrufen dann den Page Heading, also den Seitentitel. Und als allerletztes setzen wir dahinter noch einen Punkt PNG. In diesem Fall ist das ja eine PNG-Datei, die wir da hinterlegt haben. Wenn wir das jetzt abspeichern, seht ihr erstmal nichts. Also eine Grafik, die ihr nicht findet. Das hängt damit zusammen, dass wir natürlich jetzt hier bei Seitentitel im Browser dafür sorgen müssen, dass der Seitentitel dem Namen unseres Bildes entspricht. Erste
Überschrift. Wenn ich das jetzt noch richtig geschrieben habe. Wir speichern das Ganze mal und gucken mal, ob das funktioniert. Das tut es derzeit nicht. Also gucken wir mal an, was er zusammenbaut hier. Wir gehen also einmal auf den Seitenquelltext. Gucken uns einmal an. Joomla Templates. Ah, okay. Ich habe hier also irgendwo noch ein. Irgendwas habe ich in. Ach, okay. Wir sind also derzeit. Okay. Seht ihr, ihr habt jetzt gerade schon dann direkt gesehen, wie ein Fehler aussieht, denn wir anscheinend können wir dieses Template nicht direkt aufrufen, weil wir uns in einem Override befinden. Das heißt, wir rufen mal eben einfach Images, mal gucken, was er jetzt macht. Es funktioniert immer noch nicht, das wird jetzt vermuten, mal gucken, wie das String jetzt zusammengebaut ist. Okay. Wir müssen also hier ein bisschen tricksen. Es gibt jetzt entweder zwei Möglichkeiten. Entweder legen wir diese ganzen Überschriftenbilder in das Images-Folder bei Joomla. Das wäre jetzt der einfachere Weg. Oder wir gehen einfach hin. Das wäre jetzt quick and dirty. Wir gehen also hier einmal hin, kopieren uns die komplette URL und basteln die dann jeweils da ein. Das wäre natürlich jetzt auch machbar. Das heißt also, in diesem Fall setzen wir jetzt hier einfach die URL davor. So, in Joomla Templates und das nennt sich dann HTML5 Muster Template. Das heißt also, der Aufruf This Template funktioniert anscheinend nicht, wenn wir uns in einem Override befinden. Dann kommt er damit anscheinend nicht klar. So, ihr dürft mir jetzt die ganze Zeit bei der Fehlersuche zuschauen. Templates. Ach, okay, das heißt. Ich habe hier noch was falsch gemacht. Da muss natürlich noch ein E rein. So, und das kommt davon, wenn ich. Ich habe mich jetzt schon so in meinen eigenen Fehler verfummelt, dass ich schon selbst so verunsichert bin, dass ich mich jetzt gerade so vertan habe. Natürlich fehlt jetzt hier essentiell der Verweis in den Ordner Images. Ansonsten kann sich hier ja gar nichts tun. Und dann finden wir auch hier unsere kleine Testüberschrift, die da oben steht. Wie gesagt, war jetzt ein bisschen blöd an dieser Stelle. Ihr seht schon, ich habe das halt ein bisschen falsch gemacht. Das hätte etwas sauberer gehen können. Aber ich hoffe, ihr konntet das soweit nachvollziehen. Also für den Kunden wäre das in diesem Fall eine ganz nette Möglichkeit, dann da noch ein bisschen zu basteln. Das heißt also, hier über diese Seitenanzeige hat er die Möglichkeit, dann auch gegebenenfalls einen eigenen Seitentitel anzugeben. Ich habe mich jetzt halt, wie gesagt, gerade nur hier etwas verzettelt. Ich muss auch noch mal gucken, man kann mit Sicherheit hier diesen String noch etwas sauberer zusammenfassen. Allerdings funktioniert der Aufruf über das Template nicht in einem Override. Das heißt, vielleicht macht es auch Sinn, diese Überschriften nicht gezielt im Template selber abzulegen, sondern im Image-Folder von Joomla. Vor allem ist es dann nämlich auch für den Kunden einfacher. Er braucht nicht mehr auf den FTP-Server, sondern könnte hier über den Bereich Inhalt und dann, okay, jetzt macht er jetzt Leder hier erstmal, also hier über Inhalt und dann Medien seine eigenen Überschriften, wenn er die dann mit Photoshop oder wie auch immer basteln mag oder kann, dann kann er die ja alle reinballern und dann kann man nämlich auch tatsächlich hier einfach den Aufruf machen, Images, PHP, bla bla bla, also hier dann den Aufruf der Page Heading und wenn wir uns jetzt hier nochmal das Template anschauen, oder ich lade das auch mal hier hoch, ich habe hier die Seitenüberschrift nämlich drinne. Wo haben wir sie denn? Test-Headline. Hochladen, starten. Das heißt, wir hätten hier die Test-Headline drinne. Da, man kann sie schlecht sehen. Jetzt liegt die in diesem Image-Verzeichnis und wir können jetzt, um das Ganze nur noch mal eben sauber zu machen, gehen wir noch mal in die Menüs, Main-Menü, Home. Einstellung der Seitenanzeige und natürlich schreiben wir jetzt hier rein. Test-Headline und ihr seht schon, dann funktioniert es auch. Es wäre dann in diesem Fall in meinen Augen einfach etwas sauberer gecodet, weil dann haben wir ja tatsächlich nur den Aufruf Images
Und das Ganze wäre dann auch universell einsetzbar in anderen Joomla-Installationen, insofern man das Medienverzeichnis von Joomla benutzt. Wir haben jetzt in den letzten 5 Minuten also das eigentliche Thema ein bisschen aus den Augen verloren. Das heißt also das Einbinden einer Modulposition in eine Komponente. Wie ihr schon gesehen habt, ist das Ganze zu lösen, indem man seine Overrides ein bisschen anpasst und dann über dieses kleine Stückchen PHP. Das heißt also, hier wird eben eine Modulposition aufgerufen. Hier haben wir den Namen der Modulposition. Hier wird diese gerendert. Das heißt also, wir können so auf diesem Wege dann zusätzlich einfach eine weitere Modulposition in unser Template einbauen. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen und ihr habt dabei auch wieder was gelernt, auch wenn jetzt, wie gesagt, das muss ich leider zugeben, die letzten 6 Minuten etwas wirr und durcheinander waren. Aber ich hoffe, ihr konntet trotzdem was mitnehmen. Schaltet beim nächsten Mal auch wieder rein. Es geht in den nächsten Tutorials auch nochmal um ein paar nette Themen. Ich habe nämlich zusätzlich noch einen neuen Font Resizer gebaut. Der ist abgeleitet aus verschiedenen Typo3-Templates. Und zudem gibt es noch eine weitere Möglichkeit, die ich euch zeigen möchte. Das wird auch in den nächsten Bereichen vorkommen, nämlich die alternativen Layouts. Das heißt also, hier kann man dann mehrere Overrides für eine bestimmte Sache machen. Zum Beispiel kann man so dafür sorgen, dass man verschiedene Overrides für ein und dasselbe Menü zum Beispiel benutzt und so die Möglichkeit dann hat, alternative Layouts für sein Menü anzugeben. Wie gesagt, ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein, verabschiede mich und wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann, ciao.